Also wir befinden uns hier in Robertshofen in der Ulrichsmühle. Das ist ein Sägewerk und wir sind zu einem Lagerhallenbrand im Sägewerk alarmiert worden. Die Feuerwehr ist um 15.49 Uhr alarmiert worden. Bereits schon in meinem Ort in Mutlang, 10 Kilometer entfernt, haben wir schon die Rauchwolke gesehen und die Lagerhalle stand dort auch schon komplett in Vollbrand. Also die erste Maßnahmen waren ganz klar Riegelstellung aufbauen. Wir haben das Glück gehabt, dass keine Personen vermisst waren, auch keine Verletzte gab. Die erste Maßnahme, wo getroffen worden sind, waren sofortige Nachalarmierung weiterer Kräfte. Und hier unten ist das große Problem, die Wasserversorgung. Das große Glück ist die benachbarte Lein als Wasserversorgung, die aktuell sehr viel Wasser in sich führt. Nach aktuellem Stand auch noch aus einem Hydrant aus Hönig. Das ist ein etwas größerer Hydrant auf einer größeren Leitung. Aktuell sind es 113 Kräfte der Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst zur Absicherung der Einsatzkräfte. Es gibt aktuell keine Leute zu betreuen, aber aufgrund der massiven Brandausbreitung und vielen Kräften ist die Schnelleinsatzgruppe des Rettungsdienstes nachgefordert worden. Die Lagerhalle ist niedergebrannt, da dort schon gesägte Holzbalken waren und es sich ziemlich weit nach hinten ausdehnt. Ist noch unklar, wie lange wir mit Nachlöscharbeiten brauchen. Es ist ein Bagger angefordert, sowie auch die Wasserbehörde, um die benachbarte Leine zu betreuen. Also in der brennenden Halle hauptsächlich Lagerbereich und die benachbarte Halle ist auch Maschinenbereich. Aber wo jetzt genau die Brandursache war, kann noch keiner sagen. Auch der Mitarbeiter, wo noch am Werksgelände war, konnte nicht genau sagen, wo es ausgebrochen ist. Ja, die Halle brannte. Es ist eine größere Halle im holzverarbeitenden Betrieb, etwa 30 auf 40 Meter groß. Ja, das können Sie sich vorstellen, dass das noch zu verfrüht ist. Aber ich denke mal, wenn wir sagen, der Schaden ist immens, ist es schon richtig. Vermutlich geht er in die Millionen. Verletzte gibt es keine. Wir befinden uns mit 8 Fahrzeugbesatzungen hier vor Ort. Darunter befinden sich 2 Besatzung des Kriminaldauerdienstes, die haben jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.